So, Leute, willkommen zurück auf meinem Zweitkanal. Ich hoffe, ihr habt nicht im Parkverbot geparkt. Wenn doch, dann glaube ich, dass euch eventuell der Anzeigenhauptmeister aufgeschrieben haben könnte. Alpha Kevin hat ein neues Video zu ihm gemacht. Das große Drama um den Anzeigenhauptmeister, unter anderem Beef mit Rapper Finch. Boah, ich bin so gespannt, Z. Eins in den Chat, wenn ihr auch hyped seid. Das kann nur ein geiles Video werden. 9 Minuten Abfahrt. Wir lieben ihn. Es geht heute natürlich um den Anzeigenhauptmeister. Jawohl, das ist so ein... Wer war dabei, als wir die Spiegel-TV-Reportage geguckt haben? Bruder, ich habe mich hier kaputt gelacht, ehrlich. Geht es hierbei von Niklas, einem Jungen, der bei Spiegel-TV die wahrscheinlich beste Leistung nach den Ritters abgeliefert hat. Also jetzt mal for real. Ich komme bis heute nicht drauf klar, wie Spiegel-TV diesen Jungen ausfindig machen konnten. Mittlerweile ist die gesamte Situation etwas eskaliert, denn neben den vielen Feindschaften und auch Belustigungen im gesamten Internet ist es jetzt so weit gekommen, dass er sogar den Rapper Finch angezeigt hat. Was ist damit alles auf sich hat. Er hat den Rapper Finch angezeigt? Nein, hat der falsch geparkt? Das kann natürlich sein. Dann also, wer falsch parkt, der ist in Gefahr momentan. Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video hier. Eine Sache kann ich euch aber direkt erstmal versprechen, es wird unfassbar lustig. Also wirklich, weil das einfach real ist. Aber für die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, wer überhaupt der Anzeigenhauptmeister ist, Niklas ist eine Art Hobbypolizist, wobei er wahrscheinlich eher die Tätigkeiten eines Ordnungsamtes übernimmt, denn er zeigt leidenschaftlich Verkehrssünder an. Egal wie banal die Strafe auch sein mag, er ist der Retter für viele Gemeinden da draußen, denn er bringt richtig gutes Geld ein. Er selbst hat außerdem folgendes Ziel. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Er wird auch zu euch kommen, Chat. Ab sofort ist Falschparken nicht mehr so lustig, wie es gestern noch war. Denn wenn der Anzeigenhauptmeister zu euch in die City kommt, aufpassen. Ganz großes Aufpassen. Das ist natürlich ein außerordentlich großes Ziel und seine Ambitionen, die sind immens hoch. Denn er reist tatsächlich mit seinem Fahrrad von Ort zu Ort. Guck mal, wie kerzengerade er da aber auch sitzt, ne? Oh, und dann auch noch in so einem, warum trägt ihr sowas eigentlich? Das trägt bei uns hier in Essen die Müllabfuhr, ohne das jetzt böse zu meinen. Müllabfuhr ist ehrenwerter Job, ne? Die machen super, super Job hier. Aber warum, was soll denn das? Ganz Deutschland, um die Leute zu verpetzen. Ich meine, das ist auch sein gutes Recht, das kann er durchaus machen, aber das als Hobby zu bezeichnen, das stößt bei einigen schon so ein Stück weit auf ein negatives Gefühl. So hat er es beispielsweise geschafft, eine Person, die auf einer leeren Straße geparkt hat, einfach anzuzeigen. Und diese Person war nicht mal ein Random, sondern einfach sein Nachbar. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja, ich fahre jetzt. Ja, das parkt in der Fußgängerzone. Also Chat, den eigenen Nachbarn irgendwie ans Messer liefern, das fand ich irgendwie auch ein bisschen brutal, ne? Ey, ich meine, die wohnen gegenüber voneinander, da ist die Stimmung jetzt eher mau, würde ich vermuten. Ach, scheiße, ey. Ich möchte übrigens auch keine Beleidigung sehen über diesen Jungen, ne? Der ist wie er ist, wir beleidigen ihn trotzdem nicht. Ich bin jetzt auch nicht so Fan und sympathisch ist er mir sicherlich auch nicht, aber Beleidigungen sind verboten, ne? Ist klar, Chat. Aber das wisst ihr ja. Der hat Ihnen jetzt schon ein Knöllchen gegeben. Wie finden Sie das? Hab ich Pech gehabt. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Junge, der zeigt einfach seinen Nachbar an und spricht ihn an, als wäre das irgendein Random, den er zum ersten Mal sieht. Also scheinbar ist das nicht das erste Mal, dass der Nachbar dort so eine Strafe erhalten hat. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht so ruhig geblieben. Ihr merkt also, Niklas, der schreckt wirklich vor... Nee. Das glaube ich nicht, Chat. Ich glaube nicht, dass der so ruhig geblieben ist, weil er das öfter schon erlebt hat. Ich glaube, der hätte dem richtig einen aufs Fressbrett gehauen. Aber die Kamera war halt dabei. Das kannst du ja nicht machen. Gar nichts zurück, der schreckt nicht mal vor Polizisten zurück, dazu kommen wir später noch. Und er hat auch damit schon richtig fett Kohle gemacht. Wie viel genau, sage ich euch nachher, das kann ich sogar bis auf den Euro sagen. Aber es zeigt sich relativ eindeutig, Niklas ist ein Denunziant, der so ziemlich alle anzeigt, die sich nicht an die Regeln halten. Und ich sag's mal so, ich weiß ganz genau, was Niklas fehlt, um noch ein bisschen cooler rüberzukommen. Und zwar holy. Yes. Holy? Ja, Leute, es ist soweit. Ich bin jetzt auch Teil des Holy Squads. Und ich muss tatsächlich sagen, Ich bin absolut gehypt, euch Holy als meinen Partner vorzustellen. Holy bietet nämlich neben Energies die wahrscheinlich besten Eistees und Hydration Drinks an. Und holy shit, die sind wirklich richtig nice. Ah, oh, ja, den Er hat den Spruch auch gebracht. Meine absolute Empfehlung sind hierbei definitiv der Raspberry Vanilla Eistee und auch der Pfirsich Eistee. Die schmecken wirklich unfassbar lecker. Seitdem wir das trinken, gehen wir auch gar nicht mehr in den Supermarkt und holen uns irgendwelche Eistees. Und das, obwohl wir uns zuvor ständig nur davon ernährt haben. Die Geschmäcker sind hierbei wirklich gottlos intensiv. Probiert die mal aus, da gibt es wirklich jede Menge auf der Seite und da wird jeder fündig. Man braucht hierbei einfach nur Leitungswasser auffüllen, einen Scoop auf 500 Milliliter nehmen und mixen und das war's auch schon. Auch hier seid ihr wieder günstiger dran als bei normalen Eistees im Supermarkt.
Supermärkten. Zusätzlich kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass der Strawberry Kiwi Hydration Drink eine absolute Empfehlung ist. Ey, Chat, Kaiser, ich und Alpha Kevin, also man nennt sich immer zuletzt, ne? Kaiser, Alpha Kevin und ich sind jetzt alle im Holy Squad. Wie geil ist das, Chat? Sag ehrlich, wie geil ist das? Ich wusste das schon vorher, aber ich freue mich trotzdem. Ehrlich sagen, ich feiere die Produkte total. Und für alle, die die ganzen Holy-Produkte einfach mal testen wollen, gibt es zusätzlich auch noch die Probierpakete. Dort könnt ihr wirklich mal alle möglichen Geschmäcker testen. Habe ich persönlich auch gemacht. Lohnt sich übrigens sehr, weil ich mir dadurch auch die ganzen Boxen hier bestellt habe. Also, wenn ihr das einfach mal testen wollt, dann gönnt euch. Das lohnt sich an der Stelle definitiv. Mit dem Code ALPHAKEVIN5 spart ihr sogar auf die ganzen Probierpakete nochmal 5 Euro. Und Chat, ihr kennt meine Codes. Falls ihr meine Codes vergessen habt, gerne die benutzen. Ist klar, ne? Mit dem Code ALPHAKEVIN spart ihr 10% auf euren Einkauf. Checkt dafür jetzt einfach den Link in der Beschreibung ab. Ich bin absolut zufrieden und ich bin mir sicher, dass euch das definitiv auch schmecken wird. Und ich sage mal so, ja, wenn es da ALPHAKEVIN sagt, dann wird es wohl richtig sein. Einfach ein Macher, dieser Kaiser. Wer aber auch ein absoluter Macher ist, das ist der Anzeigenhauptmeister Niklas. Neben den ganzen Aktionen mit seinem Nachbar, den er ja so behandelt hat, als wäre das ein Fremder, zu dem er das erste Mal spricht, sagte er auch stolz, wie viele er auch bislang schon angezeigt hat. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4000 Anzeigen geschrieben. 4000 einfach. Ich wusste nicht mal, dass in Deutschland 4000 Menschen leben. 4000? So, warte mal, das Jahr hat 365 Tage, Chat. 4000 durch, warte, Moment mal, 4000, nicht 400, 400, 4000 durch 365 sind 10 Anzeigen, also über 10 Anzeigen am Tag. Gut, hätte man auch im Kopf rechnen können jetzt, aber Mathe nicht so meins. Sehr heftig, aber das ist eine Leistung, die wahrscheinlich in Deutschland die wenigsten schaffen. Aber die deutlich interessantere Frage ist definitiv, wie viel er eigentlich erwirtschaftet hat im vergangenen Jahr. Und da verriet uns Niklas zuerst die Summe, die er allein in Gräfenhainichen verdient oder beziehungsweise erwirtschaftet hat. Hier in Gräfenhainichen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Und das ist so, ich glaube, der unbeliebteste Bürger der ganzen City. Mit 902 Falschparkern oder 903 sogar. Und als wäre das nicht genug, weiß er auch auf die Euro-Stelle genau, was er im Jahr 2023 erwirtschaftete. Und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Das hat eine Menge Geld. Mit 4.247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr. Ja, nur im letzten Jahr. Davor. Guck, wie stolz er ist. Habt ihr das gesehen? Guck mal, er wird darauf angesprochen, wie stolz er dann ist. 247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr. Ja, nur im letzten Jahr. Ah, guck mal, da kommt der pure Stolz raus. Ach du Scheiße. Boah, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Wie stolz der auch noch guckt. Ach, Bruder. Es ist einfach herrlich. Also ich freue mich für ihn. Stell dir vor, du willst kurz anhalten und Pakete wegbringen. Und dann kommt Niklas, macht ein Foto von deinem Auto und zeigt dich an. Also ohne Witz, selbst Paketdienste müssen aufpassen bei ihm, weil das könnte echt brenzlig werden. Also das ist halt wirklich wild. Und das Ding ist, von dem Geld hat Niklas nicht mal was. Denn das bekommt am Ende des Tages die Stadt oder auch die Gemeinde. Aber da sieht man immerhin wieder, wie selbstlos er einfach diese Arbeit macht. Und in Sachen Recht und Jura ist er ebenfalls sehr gut bewandert. Mach dich ab, du Vogel. Das gibt eine Mach dich ab, du Vogel. Sei wegen Beleidigung. Mit solchen Anzeigen kann er sich dann sogar selbst Geld einsneaken, denn wir reden ja hier von Beleidigungen. Und übrigens, da er ja nicht bei der Polizei ist, hat er sich auch ganz anders genannt, denn der Anzeigenhauptmeister, der fährt mit folgendem Schild durch die Gegend. Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Nee, nicht ganz. Also, da steht Polizei. Also, das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Ja, den richtig, richtig der Macher. Niklas, dem macht man halt nichts vor. Der weiß, wie man die Systeme trippelt. Und das zeigt auch seine Erfolgssträhne, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme hat er auch ordentlich Plus gemacht. Bilanz der dreistündigen Streife, 12 Anzeigen wegen Falschparkens. Aber natürlich wäre er auch nicht der Anzeigenhauptmeister, wenn er nicht sogar den richtigen Polizisten Tipps mit auf den Weg geben würde. Ach ja, und falls Sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn Sie es euch mal sauber machen. Also muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Ja, Leute, das ist nicht... Stellt euch das mal vor. Alter, ohne Witz. Ich finde das ja irgendwie auch respektlos, oder? Also hätte er das eventuell in anderen Ländern gemacht, ich glaube nicht, dass die Polizei da so ruhig geblieben wäre. Aber ich fand es so hardcore lustig, als ich das erste Mal gesehen habe, ne? Boah. Niklas, und der macht sich momentan ziemlich beliebt bei den Leuten da draußen, obwohl er ja eigentlich zu 100% nach dem Gesetz handelt. Also dürfte ja nichts problematisch sein. Okay, for real, ich finde das Hobby auch ziemlich unsozial und damit macht man sich definitiv keine Freunde. Das ist so wie dieser eine Schüler, der den Lehrer darauf hinweist, dass er noch die Hausaufgaben berichtigt werden soll. Aber sei es drum, nun hat er auch den Rapper oder Musiker Finch Asozial mehr oder weniger angezeigt. So wurde nämlich geschrieben, dass Finch Asozial in einer Story auf genau diesen Niklas reagiert.
kommentiert hat. Dort nutzte wohl auch Finch ein Bild von Niklas, woraufhin aber Niklas nicht einverstanden war. Weil einfach seine Bilder nutzen, das geht nur mit einem Einverständnis. Oh, Chat, stellt euch vor, wie viele YouTuber haben ein Video über diesen Niklas gemacht? Die haben ja auch alle ihn in seinem Thumbnail so verwendet. Wisst ihr, was ich meine? Wenn der jetzt jeden einzelnen YouTuber anzeigt. Boah, der hat ausgesorgt, der Bruder. Kurz darauf veröffentlichte Finch dann noch einen Chat mit irgendeiner Person. Könnte Niklas sein, wir wissen es nicht, aber dort wurde Folgendes geschrieben. Mir wurde gesagt, du hast mich angezeigt, ich bin doch dein Fan. Ist halt eine Straftat, lies dir Paragraph bla 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 durch und verwende keine Bilder, an denen du nicht die Urheberrechte hast. Wurden mir zugesendet und du bist halt jetzt Person des öffentlichen Lebens, wie ich. Herz, Herz, Herz. Ich meine die Fotos, die ich auf meiner Seite veröffentlicht habe. Deine Telefonnummer? Nein, das aus Buxtehude. Da bist du doch nicht drauf zu sehen. Wenn du weiter so böse zu mir bist, gehe ich morgen ins Studio und mach einen Song über dich, mein Freundchen. Neben der vermeintlichen Anzeige vom Anzeigenhauptmeister hat Finch diese... Ja, wie er ihn noch verarscht, ist halt echt so. ...Situation dafür genutzt, um ein Lied über ihn zu schreiben. Wartet, bis ihr was getan habt und zeigt euch alle an. Der Anzeigenhauptmeister. Also überlegt euch das einfach mal. Hat er nicht getan, oder? Hat er nicht getan. Niklas ist erst seit kurzer Zeit bei dieser Spiegel-TV-Doku öffentlich zu sehen. Und jetzt entstehen schon Lieder über ihn und jeder kennt ihn auch. Ich selbst weiß auch nicht, wie der Spiegel-TV ständig auf solche Leute kommt. Auch mit den Ritters, das war ja schon eine Weltklasse-Sache. Aber Niklas könnte vermutlich wirklich eine Content-Goldgrube für die sein. Da sind halt wirklich so viele lustige Takes dabei, dass man echt nur lachen kann. Eine Sache ist dennoch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Auch wenn Niklas sich hier relativ unsozial verhält und Leute mehr oder weniger anscheißt, gibt einem das nicht das Recht, ihn zu beleidigen oder persönlich anzugreifen. Ja, ja, das habe ich ja gerade auch gesagt. Also, Chat, wir sind ja alle nicht so. Also, auch alle, die hier immer im Chat sind. Aber es gibt da draußen durchaus Leute, die beleidigen den persönlich, die lauern dem auf und so. Lass es einfach sein. Das ist, macht keinen Sinn. Am Ende macht Niklas ja immerhin nichts Strafbares und handelt nach dem Recht, auch wenn es die Leute nervt. Deshalb seht das ja lieber alles als lustige Unterhaltung und nehmt das nicht so todesernst. Das wäre mir wichtig, denn es gibt leider schon zu viele dumme Menschen, die ihn jetzt wahrscheinlich persönlich fronten möchten oder ihn aufsuchen wollen. Ja Leute, das hat es aber erstmal mit dem Anzeigenhauptmeister auf sich. Ich finde es ehrlich gesagt... Ja guck mal, Ted, ich finde es gar nicht so dramatisch, wenn es denn Parkverstöße wären oder wenn es denn so krasse Verstöße wären, wenn so Feuerwehrwagen nicht mehr durchkommen oder wenn irgendwie Behindertenparkplätze blockiert werden oder irgendwie Rettungswege allgemein blockiert. Ne? Das fände ich sogar noch in Ordnung, wenn man dagegen was sagt. Aber der Typ schreibt ja jeden auf. Also selbst wenn es eine Einbahnstraße mitten in der Nacht ist, da wohnt keine Sau, das ist ein Feldweg, darfst du nicht parken, wirst du aufgeschrieben. Das muss halt for real nicht sein. Richtig krass. Auch wenn ich solche Denunzianten wie Niklas nicht unbedingt feier und mag, finde ich vieles, was gegen ihn gesagt wird, einfach nicht okay. Also beleidigt nicht, seid nicht respektlos gegenüber ihm. Schließlich handelt er ja ganz regelkonform. Deswegen bleibt immer freundlich zueinander und gönnt euch dringend Holy, dann seid auch ihr ein bisschen cooler drauf. Wie gesagt, den Link und auch die Codes findet ihr unten in der Beschreibung. Checkt das unbedingt ab, würde ich mich super freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao. Stabiles Video, sehr, sehr gut. Kurz und knackig über eine sehr lustige Thematik. Like ist auf jeden Fall da. Alpha Kevin jetzt auch Holy Partner. Ihr kennt die Codes von Kevin, ihr kennt die Codes von mir. Gönnt euch auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, falls ihr die Reaction bis hierhin geschaut habt, dann macht ihr als Algorithmus-Kommentar einfach mal Holy. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö.